Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Blue Bricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Niklas. Ich bin aus meinem wohlverdienten Urlaub zurück und es gibt Star Trek. Ich darf beim zweiten Star Trek-Preview mitmachen. Ja. Heute reden wir über ein Gadget, ein Shuttle und zwei Display-Modelle. Ja, fangen wir doch mal mit dem Gadget an, oder? Machen wir das. Es ist noch ein bisschen bunt. Das liegt daran, dass es ein Xingbao-Prototyp ist. Das Schlimmste ist immer, wenn ich dem Marco so ein Ding zeige und ihn dann frage, hier, hast du noch irgendwas, fällt dir was auf oder so, dann kommt er immer wieder und sagt einfach nur, er ist noch ein bisschen bunt. Ich denke mir jedes Mal, ja, natürlich ist es bunt, das ist der Prototyp. Das ist so ein Running Gag, ich weiß nicht. Das macht Spaß. Ich triggere ihn gerne ein bisschen. Alles schön. Klasse, also wir haben einen, das ist eine Disruptor-Rifle, eine klingonische Disruptor-Rifle. Genau. Eigentlich ist die auch viel dunkler, so braun und metallic und so. Richtig. Blenden wir mal ein. Mhm. So sieht es eigentlich aus. Okay, wir haben einen Displayständer. Ich hoffe, ich kann das hier so, ja, kann ich hier so hochheben? Ja, kannst du. Okay. Ist darauf ausgelegt, dass man auch ein bisschen damit rumlaufen kann. So. Und wie trägt man das? Man trägt das irgendwie dann so, ja, so irgendwie mit so. Schulterstütze? So, so. Und den Daumen musst du eigentlich hier hinpacken, weil das, habe ich gelernt, ist der Abzug. Das da oben ist der Abzug? Ja. Ah, okay. Mhm. Frag mich nicht, warum die Klingonen das so machen. Alles klar. Sind Klingonen. Ich kenne das Ding ja eigentlich eher so als kleine Handfeuerwaffe. Ja, also das ist auch eigentlich diese normale Handfeuerwaffe, die mhm. so in den Film getragen haben. Und das wurde auch für den Film einfach nur dran gebaut. Weil man sieht die in Star Trek 3 das erste Mal, glaube ich, mhm. in diesem Gewehrformat, sag ich jetzt mal. Ja. Und wir dachten uns natürlich auch, so eine Knarre wäre eigentlich auch nicht schlecht. Deswegen ist natürlich etwas schwieriger, das abzumachen. Muss ja auch stabil sein. Muss auch stabil sein. Dann habt ihr die Knarre. Ah. Okay. Mit Pins jeweils befestigt. Und boah, dann habt ihr halt nur die Knarre. Dann haben wir nur die Knarre, alles klar. Sieht natürlich jetzt nur ein bisschen blöd aus mit dem Henkel. Was ist das mit dem Henkel eigentlich? Also, diese beiden Henkel sind eigentlich für einen Schultergurt. Ah, dass man sie sich umhängen kann. Macht jetzt natürlich bei dem Gewehr macht es irgendwo Sinn. Ja. Bei der Pistole selber jetzt nicht. Also. Ich meine, weiß nicht, will ich mir die um den Hals hängen, wie so eine Brille? Ja, ja, oder wie diese neumodischen, ich hänge mir mein Handy um den Hals. Genau, ja. So ungefähr. Man kann dann den Ring natürlich rausnehmen, bleibt dann aber das über. Ja. Ne? Dieses Loch. Aber du hast da noch zwei Teile, die liegen dem Set auch bei. Zweimal zwei Curved Slopes. Ah, dann kann ich hier so... Richtig, die könnt ihr dann nämlich da oben drauf bauen. Aha. Statt der Teile genau, hier. Genau, ihr müsst ja nur diese drei Teile abnehmen und dann habt es zu und habt wirklich nur die schöne Pistole. Das ist also quasi ein 3-in-1-Set, ein Disruptor-Gewehr, ein Disruptor-Pistole zum um den Hals hängen und eine Disruptor-Pistole fürs Seitenholster. So kann man es sagen, ja. Okay, cool. Ich setze sie mal wieder zusammen. Also bekommt unser Phaser-Gewehr Typ 3A noch Gesellschaft von einem klingonischen Gegenpart, der natürlich auch sehr gut zu unserem klingonischen... Genau. Wie heißen die? Daktach, genau. Zu dem Messer, zu dem klingonischen Dolch passt, ja, zu genau. Diesem Familiendolch. den Worf jemandem abnimmt, gerade kurz nachdem er auf der DS9 angekommen ist. Yep. Okay. Ein Disruptor-Rifle, ein Disruptor-Gewehr der Klingonen. Als neues Gadget. Natürlich ist der Displayständer schwarz und das Gewehr ist... Nee, der Displayständer wird nicht schwarz. Der wird nicht schwarz? Der wird in diesem Fall dunkelgrau. Liegt daran, weil die Waffe selber hier unten vor allem auch schwarz ist. Ja. Und das Heck auch schwarz ist. Das und dann wäre das halt mit einem... Die würde völlig untergehen in dem Standard. Das wäre sonst so Ton in Ton. Ja, genau. Das ergibt Sinn. Deswegen ist da mal ausnahmsweise die Farbe anders. Liegt wirklich am Modell. Okay. Ja, was Schönes. Du hast was sehr Schönes, ja. Was sehr Schönes. Du hast was sehr Schönes, an dem der Niklas auch noch ordentlich mit designt und umgebaut hat, als der erste Prototyp, der erste Entwurf hier bei uns ankam. Ja, ich muss sagen, vom Äußeren her, den hat unser Adrian gemacht, habe ich nicht viel geändert, weil ich bin sehr froh, dass er die Form übernommen hat. Weil es ist der Delta Flyer, wie die Star Trek-Fans von euch, glaube ich, auch schon so erkannt haben. Ist natürlich eine sehr schwierige Form in Noppenstein. Ja, und es ist auch das
einzige Set dieser Reihe, wo ich sagen würde, ihr müsst ein bisschen aufpassen, hier vorne solltet ihr es nicht unbedingt anpacken. Das hält hier, aber wenn ihr das jetzt versucht, irgendwie hier oder nur hier hochzuheben, dann habt ihr die Teile in der Hand. Ja, es geht halt nicht anders, um diese Form hinzukriegen. Ja. Mhm. Das ist das Shuttle, was im Delta-Quadranten entwickelt wurde, deswegen ist auch der Delta-Flyer. Genau. Weil die Voyager-Crew sich dachte, unser normales Shuttle ist irgendwie doof. Ja, wie, die haben auch einen Namen für ihre Shuttles. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall so klaustrophobische Dinger, weil die so eng und klein sind. Deswegen dachten sie sich ja, wäre irgendwie cooler, ein größeres zu haben. Ja. Und haben den Delta-Flyer entwickelt. Ja. Haben ja außer nach Hause fliegen sonst nichts zu tun. Richtig. Wenn man den ganzen Tag da im Delta-Quadranten rumläuft. Natürlich hier mit den Triebwerken. Die man ausfahren kann. Das Teil kann natürlich auf Warp gehen. Die Serie auch. Das musste rein. Okay, wenn das Ding auf Warp geht, fährt das aus. Hervorragend. Genau. Ja. Also so ähnlich wie die Voyager es ja auch hat mit den klappbaren Gondeln. Ja, ja, ja. Scheint wichtig zu sein bei Star Trek, dass man sowas kann. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass wir es hier hinkriegen. Hier hinten habt ihr natürlich die Heckklappe. Bitte. Jawohl. Innenraum. Da erinnere ich mich noch dran, du hast mir deinen Entwurf gezeigt und ich hatte den Eindruck, dass da irgendwie noch so, dass da so ein bisschen, dass das ein bisschen zieht, dass da an der Seite so ein bisschen noch offen war. Und dann hast du, dann bist du da nochmal rangegangen. Ich weiß, genau, dass du da. Oben. Ja, genau. Stimmt. Hier oben war noch so eine Lücke. Richtig. Ja, genau. Da hast du durchgezogen. Ja, jetzt ist dicht. Jetzt ist dicht, ja. Und, achso, jetzt habe ich dir eingeklappt, was schwachsinnig ist, weil fürs Abnehmen müsst ihr die aufklappen. Das ist wichtig bei dem Set. Und dann könnt ihr das ganze Teil hier abnehmen. Dass auch nicht ganz so bunt bleibt. Zum Glück nicht. Und dann habt ihr hier den Innenraum vom Delta Flyer. Und ich glaube, man hat es gerade schon gehört, da war das Biobett, was man ausfahren kann auch. Das Biobett zum Ausfahren. Da muss ich gleich mal gucken, ob es in der Kamera gut sichtbar ist. Und das war auch so der Hauptgrund, warum ich da nochmal dran gegangen bin, weil der Innenraum hat mir nicht so ganz gefallen. Mhm. Der war nicht so, wie ich ihn aus der Serie kannte und deswegen musste da nochmal ein bisschen dran gearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Hier ist das Biobett. Also auch das ist drin. Hervorragend. Und es wird, das ist jetzt hier noch nicht mit Stickern dargestellt, es wird auch hier ein paar Prints geben. Richtig. Es kommt natürlich der Schriftzug Delta Flyer drauf. Ich meine, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Hier irgendwo, da ist so, das sieht dann so handgeschrieben aus, Delta Flyer und dann natürlich die Kennung und so wieder drauf gedruckt. Also, und natürlich im Inneren, die Konsolen werden bedruckt. Ja, wir auch wichtig. Blenden auch hier mal einige Renderings ein, wie das fertige Produkt dann aussieht. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir ihn gemacht haben. Ja, er wurde auch von euch diverse Male in den Kommentaren gefordert und erbeten. Hier ist er. Ich meine, wir haben viele eure Kommentare gelesen und dachten uns, ja, haben wir schon. Wird schon gebaut gerade. Genau. Und wir durften nichts sagen. Gut, das ist jetzt unser Shuttle. Mhm. Wie viele Teile hat das Set ungefähr? Da muss ich mal eben auf meinen schlauen Zettel hier gucken, den ich mir hingelegt habe. Das hat 1700 Teile. Okay, also sogar ein paar Teile mehr als das große, der große klingonische Bird of Prey. Der hat aber 1581 oder so. Okay, sieht schick aus, ist noch ein bisschen bunt, aber ändert sich beim Produkt noch. Kommen wir doch mal zu den Display-Modellen. Und ich würde sagen, machen wir gerade bei dir weiter, weil der Delta Flyer gehört ja zur USS Voyager. Ja. Und auch das. Dann würde ich sagen, zeigen wir doch als nächstes die USS Voyager. Ihr wolltet sie haben? Ja. In der Größe? Jetzt aber. Sie ist riesig. Auch noch ein bisschen bunt. Aber sie ist herrlich. Auch noch ein bisschen bunt, sagt er. Ich liebe sie. Prima. Auch hier mit diesen Cutaways, wo man denkt, da fehlt so ein bisschen Hullplating irgendwie. Ja. Wie sich das gehört mit dieser, ist das hier die Brücke? Irgendwie dieser, nee, die Brücke ist hier die oben. Die Brücke ist da oben, aber hier hast du auch so ein bisschen... Da ist so ein bisschen Trans. Das können wir gleich nochmal zeigen. Ich wollte ganz kurz hier drauf hin. Ja. Hier sitzt ein kleines Shuttle hinten im Hangar.
Was? Ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber ich da sitzt ein kleines Shuttle. Du hast das noch nicht gesehen? Ich habe das noch nicht. Nein! Da sitzt ein kleines Shuttle. Oh, das ist ja süß. Das wusste ich noch nicht. Fantastisch. Und was du gerade meintest, einmal nochmal für die Kamera hier vorne, da sind so Fenster drin, damit ja. Weil wie da halt Fenster das, sind. Wie sich das gehört. Und auf Warp gehen kann es auch. Ja, jetzt muss ich schnell gucken. So, vielleicht für die Kamera. Natürlich sind auch hier die Gondeln einstellbar. Wie sich das gehört. Hervorragend. Das heißt, wir haben jetzt auch die USS Voyager in drei Größen. Wir haben sie als Small-Size-Modell. Mhm. Da war sie, glaube ich, in Welle 1. Ja. Als Mid-Size-Schiff in Welle 2. Ja. Und in Welle 3 kommt sie als Display-Modell. Mhm. Sehr, sehr cool. Was gehört da so alles dazu? Also wir haben die Voyager, da sind auch diverse Prints dran. Ja, einige. Wir haben den Displaystand. Den Displaystandfuß von unseren Schiffen. Der muss schon sein. Und wir haben hier noch so ein paar... So ein paar Teile. So ein paar Teile. Oh, das hier haben wir auch. Ja, sieht so aus wie so ein Walker. Nein, das fand ich ja spannend. An der USS Voyager, schon bevor die Serie losging, stand das ja in so Sci-Fi-Magazinen drin, so ein paar Werte, wie viele Photonen dabei, das heißt, wie schnell ist sie, überhaupt 9,975, bla bla bla. Ja. Und dass sie tatsächlich auf einem Planeten landen kann. Und das war ja, also wie jetzt ein Schiff der Größe landet auf einem Planeten. Mhm. Wie viel 1000 Tonnen wiegt das Ding? Wie geht das denn überhaupt? Das hat ja Landekufen. Ja. Man sieht es aber, glaube ich, nicht so oft, oder? Ich glaube, es gibt zwei Folgen. Ja. Also zwei Folgen, die mir spontan einfallen, wo sie auf jeden Fall landet. Ja. Es könnten drei sein, weil das eine ist ein Zweiteiler. Also und ihr habt das dann einfach eingebaut, dass sie das Wir haben uns gedacht, wenn sie es kann, warum nicht auch Füße mitliefern? Einklappbar war nicht möglich, nein. Aber man könnte es umbauen. Müssen wir vielleicht aber jetzt gar nicht machen. Das können wir wollen ja noch was fürs Produktvideo haben. Also man kann es umbauen. Ja. Ist jetzt natürlich nichts, was in einem Handgriff erledigt ist. Braucht schon ein paar mehr. Das ist ein bisschen, der hier liegt auch zum Beispiel nur dabei. Das zeigen wir euch dann auch nochmal oder das erkläre ich nochmal. Wirklich ihr müsst da was rausnehmen unten am Bug und der ist halt dabei, damit ihr da so ein bisschen was habt, wo ihr drin packen könnt. Mit Noppen. Und das wird wahrscheinlich TransClear sein? Das wird TransClear sein und hier oben ist natürlich der letzte, wird dann auch rund sein. Ja. Also, das Ding ist natürlich, der Modell ist natürlich durch diese große Gondel frontlastig, deswegen haben wir hier ja auch bis hier vorne hin Standfuß, aber die Landekufen sind hier hinten. Mhm. Das heißt, da muss man dann hier vorne noch mit TransClear unterstützen, weil es sonst... Ja, sonst kippt es nach vorne. Das geht halt einfach nicht anders. Das Gewicht verteilt sich natürlich in dem Modell wahrscheinlich anders als... Also hier ist ja eigentlich Maschinensektion. Ja. Wäre es jetzt realistisch, wäre das wahrscheinlich wesentlich schwerer als hier oben, wo Quartiere und sowas ist. Ich bin sehr, sehr happy mit der Form. Und jetzt haben wir auch die Voyager in groß. Wie viele Teile grob? 2400. Okay. Ein bisschen mehr als 2400. Ja, schick. Gefällt mir außerordentlich gut. Auch hier diese komplizierte Form gut erwischt. Im Produktvideo müssen wir mal einen Vergleich machen mit dem Mini- und dem Mid-Size-Modell. Wenn wir sie alle in der richtigen Farbe beieinander haben. Und im Produktvideo zeigen wir euch dann auch neben dem, wie sie dann aussieht, wenn sie gelandet ist, noch ein kleines Detail, was hier unten in der Untertasse ist. Oh. Oder so sage ich es gar nicht mehr. Ja, weiß ich nämlich auch nichts davon. Ich wusste auch nichts von dem coolen Shuttle da drin. Jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es, gut. Aber du hast da auch noch was stehen. Ich habe da auch noch was stehen. Es gibt noch ein Displaymodell. Die USS Defiant und wir haben uns gesagt, wir bringen sie getarnt. Na gut, wir bringen sie so. Ja, bisschen größer. Ja, ich meine theoretisch... Welle 4, das gleiche Ding getarnt, irgendwie über 2000 Teile in Trend. Nee, das machen wir, glaube ich, nicht. Das ist ein bisschen... Ich meine, ich finde das bei den Mid-Size-Modellen lustig, aber beim Display-Modell ist es schon ein bisschen arg. Aber sehr, sehr schick. Mhm. Mann, ist die groß. Ziemlich. Wo willst du anfangen? Ja, puh. Schwierig. Also ich sehe hier oben einen Schriftzug. Mhm. USS Defiant. Da haben wir mal, also das ist die einzige Sache, hier wird ein Aufkleber für kommen, weil ihr seht, das sind sehr, sehr viele Teile. Das Bedrucken ist zwar theoretisch möglich, da muss sie aber erstmal vorher jemand zusammenbauen. Da muss jemand die ganzen Teile zusammenbauen. Und ganz ehrlich, das wollt ihr nicht bezahlen.
Das ist aufwendig, genau. Richtig. Aber das sieht also so von der Position her schon ziemlich, ziemlich gut aus. Ja. Wer hat das geklebt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Dirk war das. Okay, ja. Sind das lauter einzelne kleine Aufkleber, die dann da so, oder ist das ein Träger-Dings? Das ist ein Transfersticker, den ihr so... Das heißt, die Buchstaben sind schon einzeln? Das ist nicht ein großes, transparentes Ding, was über alle möglichen Teile geht, was dann bei den Teilegrenzen auch wieder so winzige Luftblasen hat und doof aussieht? Das sind einzelne Sticker, die aber zusammen auf einer Transferfolie sind, damit ihr sie in der perfekten Rundung aufbringen könnt. Richtig. Das ist, wenn es denn ein Sticker sein muss, finde ich die optimale Lösung. Und sonst wird natürlich alles gedruckt an dem Teil. Also hier Schriftzug kommt hier drauf, hier wird ein roter Streifen drauf gedruckt, hier hinten nochmal was und hier vorne auch noch das CCE. Ja, könnt ihr auch wieder an unseren Renderings sehen. Und ab jetzt könnt ihr euch die Sets natürlich auch bei uns als Ankündigungen im Online-Shop anschauen und die Verfügbarkeitsbenachrichtigung aktivieren. Cool. Kann er. Das ist toll. Jetzt muss ich nur mal wieder gucken. Das ist eine Weile her. Okay. Wir haben da eine Menge Balljoints dran gesetzt, damit es auch hält. Ja. Ist natürlich auch, ist sehr stabil, wie man sieht. Ja. Da passiert nichts. Und hält auch problemlos. Jawohl. Aber könnte halt auch abmachen. Denn das weiß ich ja seit meinem Technical Handbook zu Deep Space Nine, wo auch die Defiant beschrieben wird, dass das ein Sprengkopf ist. Dass man den auch steuern kann, dass man da auch eine kleine Pilotenkanzel drin hat und dass da vorne halt die Torpedowerfer drin sind und dass das Ding an sich ein großer Sprengkopf ist, der eigentlich dafür gedacht war, wenn alles aussichtslos ist, ihn in einen Borg-Cube hineinzusteuern. Weil das Schiff ja eigentlich als Prototyp für den Kampf gegen die Borg entwickelt wurde. Ja. Ich habe da in dem Handbuch so einen schönen Schiffsbadge, weißt du, so ein bisschen comichaft, wo das Ding so eine Art Zähne hat und darunter steht Assimilate this. Sehr schön. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, dass das auch immer jemand in einem Film sagt. Ja. Genau. Sehr, sehr cool. Auch hier natürlich klar, die Warp-Gondeln sind nicht parallel zueinander. Nein. Muss dann natürlich sein. Das muss sein, jawohl. Ist auch eine insgesamt sehr verrückte Bautechnik. Das ganze Schiff ist auch auf eine ungerade Anzahl an Locken gebaut. Ja, hier in der Mitte, genau. Ja. Wir haben hier so eine Mittellinie. Damit wir hier so ein Brickbuild auch roten Streifen und sowas reinkriegen konnten. Ja. Zieht sich auch hier so durch. Ja. Ich finde, das ist ja immer so eine Sache, aber es ist sehr gut. Der Standfuß ist interessant befestigt hier mit Technik, ne? Ja. Sieht mir sehr stabil aus. Okay. Ja, die Defiant, ein tough little ship, wie ich glaube Riker zu Worf sagt. Und das findet Worf gar nicht gut, weil little. Ja, genau. Wenn es jetzt explodiert, stellen wir die eine Schlacht gegen das Dominion nach. Das Schiff ist stabil. Ja, also ihr seht, es ist auch kein Problem, das zu drücken. Es ist halt mit den Balljoints, es sind halt viele Balljoints. Balljoints haben ja. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich diesen Sprengkopf nicht oft abnehmen, weil man zeigt es mal und dann macht man ihn wieder dran, klar. Richtig. Aber er hält. Ja, das und war uns am wichtigsten. Auch schön hier diese Ecken, die sind ja so ein bisschen abgesetzt und das ist hier auch jeweils mit einer Plate gelöst. Die werden auch dunkler. Also fällt viel stärker auf am fertigen Modell. Genau. Hier ist ja alles in Bunt-Camouflage, sag ich mal. das wird beim fertigen Modell dann deutlich stärker hervortreten. Sehr, sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt die komplette Welle 3 einmal vorgestellt. Ja, genau. Wir haben 6 Minimodelle. Mhm. Bin ja ein Fan dieses Voyager-Kreuzers. Ja. Dann haben wir die 4 Midsize. Ja, der getarnte D7-Kreuzer. Ja. Ihr dachtet vielleicht, dass das beim vorletzten Video ein kleiner Gag von uns war. war es auch, aber das Schild stimmt halt schon. und die Enterprise E und die Enterprise NX-01. Ja. Jawohl. Klasse. Neue Welle. Neue Star Trek-Modelle.
Wieder ein Gadget, ein großes. Mhm. Brauchen wir sie nun? Zwei Showrunner als Displaymodelle. Ich meine, die USS Defiant ist ja neben der Deep Space Nine definitiv das markante Schiff von Deep Space Nine. Und wenn ihr sagt, ja, aber das Runabout, da ist es. Das haben wir schon. Die USS Voyager, der Showrunner der Voyager-Serie und passend dazu das Delta, der Delta Flyer. Im Minifigurenmaßstab. Wir haben mal nachgeguckt, rein interessenhalber. Wir haben den mal neben das Runabout gehalten und geguckt, wie groß die ungefähr sein. Er kommt sogar ziemlich genau hin im Vergleich zum Runabout. Ja, das hoffe ich doch. Dafür macht ihr das, dass das hinkommt. Jawohl. Cool. Prima. Ja, dann war es das für heute auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Dem Alpha, Delta und Gamma-Quadranten. War da ein Gamma-Quadranten auch? Ja, ne? Durch das Wurmloch? Ne? Ja, also. Auch. Hervorragend. Alpha, eigentlich alle. Eigentlich alle. Also prima. Alle Quadranten. Die ganze Milchstraße quasi. Mhm. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Sie sind ja schon noch so ein bisschen bunt, ne? Aber das ändert sich noch, habe ich gehört. Ja, ich habe auch gehört, dass man sie eventuell demnächst auch schon in den richtigen Farben sehen kann, auf so einer Convention. Das habe ich auch gehört. Oh ja, auf so einer Convention. Destination Star Trek, ja. Die ist Ende September? 23. oder 27. September irgendwie sowas? Ich glaube, ja. Ja. Ich habe gehört, irgendein Noppenstein-Hersteller, der eine Star Trek-Lizenz hat, hat da einen Stand. Ich auch. Könnte man mal vorbeikommen. Ne? Vorbeikommen. Gucken. Ja. Könnte man sich mal ein bisschen mit Niklas beispielsweise unterhalten. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Macht's gut. Ciao. Ciao.